sind heute bei der Firma Chiba. Die Firma Chiba ist der letzte deutsche Handschuhhersteller. Unsere Familie produziert Handschuhe in der fünften Generation, seit 1853. Früher wurden hauptsächlich von uns Lederhandschuhe produziert. Ich habe da auch ein paar Teile dabei. Hier ist zum Beispiel eine alte Handschuhmacherschere, mit der wurde das Leder geschnitten. Hier habe ich zum Beispiel ein altes Handschuhmacher-Stanzeisen, mit dem wurden die Handschuhe ausgestanzt. Eines unserer wichtigsten Bereiche ist der Fahrradbereich. Und hier habe ich einen unserer bestverkauftesten Artikel. Das ist ein Bio-Excel-Handschuh. Bio-Excel verhindert das Einschlafen der Hände und das ist die Firma Chiba, die einzige Firma, die sowas auf der Welt herstellt. Das hier zum Beispiel ist ein Softshell-Handschuh, da ist ein wasserdichter Überzieher drin, der ist in der Stulpe integriert. Wir sind auch sehr stark im Arbeitsschutzbereich. Hier ist zum Beispiel einer unserer Feuerwehrhandschuhe. Das Material, das ist Carbon X, ein spezielles Material, das 10-mal haltbarer ist als Kevlar. Und der ist ein Schnittschutzhandschuh, der hat Schnittschutz 5. Das ist auch der höchste Schutzfaktor, den es gibt. Neben dem Arbeitsschutz beschäftigen wir uns natürlich auch sehr intensiv mit dem Sport. Dann gibt es natürlich auch elektrisch geheizte Handschuhe. Er hat einen Lithium-Ionen-Akku und mit dem Akku kann man den Handschuh bis zu 8 Stunden heizen. Da haben wir noch einen Bereich, wo wir tätig sind, das ist der Fitnessbereich. Da sind wir Weltmarktführer mit unseren Handschuhen. Ich habe hier zum Beispiel einen Handschuh, der hat eine Handgelenksbandage und durch die Bandage wird das Handgelenk stabilisiert und man kann effizienter trainieren. Wir produzieren so ziemlich alle unsere Handschuhe noch selbst. Natürlich passiert das nicht in Deutschland. Wir haben unser eigenes Werk in Indonesien und dort arbeiten wir mit 500 Mitarbeitern auch für andere Marken.